Ja, auf geht's hier wieder ab an der alten Festung auf Brasse. Wir wollen heute ein paar fette Brassen rauskloppen. Die sollen hier lüppen. Also raus mit den Routen. Es geht langsam in Richtung Abend im Game. Ab dafür. Also ihr Lieben, los geht it. Bin ich hier überhaupt richtig? Ja, da vorne ist, hier ist das Loch. Da soll die Brasse drinne sein. Und Brasse ist halt immer wieder geil, weil Brasse bringt Frequenz, Brasse bringt Zaster. Und ja, im Idealfall macht das auch noch Spaß alles. Also, legen wir los. Wir haben jetzt ungefähr 17 Uhr hier oder schon nach 17 Uhr. Und ich fange einfach mal an, hier ganz entspannt die ersten Routen auszuwerfen. Auch hier immer noch ein relativ zartes Setup, weil wir ja hier an der Festung sind und da muss man halt nicht mit so ganz dicken Setup rumangeln. Oha, habe ich die Bremsen richtig eingestellt? Ja, auf 10. Oh ja, erstmal auf 10, ganz locker. Jawohl. Denn ich weiß ja noch nicht, wie doll die hier reinrasseln und wie hart die hier beißen an der Stelle. Ich habe es noch nicht getestet, bin aber sehr gespannt, ob da was geht. Und genau, Lucker the Hunter, der alte Bänger, der hatte hier schon ein paar Nächte gestanden und meinte, ja, lübt, Alter, ich zieh hier Brassen raus, Alter. Ja, da bin ich ja dann doch schon ein bisschen neidisch. Oh, Alter, hier direkt. Bam. Und da geht was rein. Und da geht was rein. Und bam, Alter. Die erste schöne Brasse mit 1,9 Kilo. Schönes Ding. Schönes Ding. So mog wie dat. So soll das sein. Ja, und dann hatten wir heute im Stream hatten wir auch noch schön Rumprobierereien und Diskussionen über die ganzen Vorfächer und Vorfachsmaterialien und was nicht alles. Und da hieß es dann, ja, die verschiedensten Fische, manche sind halt eher auf Sicht und manche Fische gehen halt dann doch eher auf, ja, weniger auf Sicht. Da ist dann vielleicht die Vorfachsdicke entscheidend. Und bei manchen ist halt entscheidend, dass es durchsichtig ist. Also Tragfähigkeit und Vorfachsdicke. Oder ist es wirklich ein richtig durchsichtiges Vorfach? Also diese zwei Varianten an Vorfächern für die verschiedensten Arten. Und die Brasse soll wohl mit da reinzählen, genauso wie auch Forellenartige da reinzählen in die Sicht. Oder ein Schuppi, ey. Auch nicht schlecht. In die Sichtfische. Also eher zaghaft und auf Sicht getrimmt. Und deswegen habe ich jetzt hier einfach mal vom Setup auch Fluorocarbon genommen. Nicht nur eine Monoschnur, sondern eben eine Fluorocarbon. Und bin ganz gespannt, ob das auch wirklich lüppt. Wir fangen erstmal hier locker an. Es ist noch früher Tag. Also früher Abend, sagen wir es mal so. Das heißt, im Moment bin ich eigentlich mit jedem Fisch zufrieden, der ansatzweise maßig ist. Und dann in der Nacht muss das gleich richtig, da muss das loslüppen. So ist das wichtig. So, aber es bimmelt auch jetzt schon kontinuierlich. Auch hier wieder auf der 3, auf der 2, zack, zack. Da lüppt das jetzt schon. Das ist schon mal ein ganz gutes Zeichen. Bremsen langsam hoch. Ich gehe auch gleich noch auf Setup ein. Wie das denn alles zusammengebaut ist. Was das für ein Köder ist. Futtermische und was nicht alles. Schauen wir uns gleich natürlich alles an. Bäm! Und da geht's weiter. Alter. Schön. Schön, schön, schön. Alter, schöner Klodeckel hier. Sehr gut. Schönes Ding. 3,6 Kilo. Noch nicht Trophy, aber kann ja noch werden. 3,6 Kilo Brasse.
Schon schön den Höcker hier oben. Perfekt, so sollen die sein. Also, raus damit. Zack, das sind hier geklippte 10 Meter. 10 Meter Clip. Zap, 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 zap. Das ist ja nicht wirklich weit. Aber das ist auch ganz gut so. Das heißt, man kann einfach immer hier jetzt so gerade so halb aufladen. Ich habe jetzt hier, gucken wir mal eben rein. Ich habe jetzt hier einen kleinen 20 Gramm Futterkorb mit der Original Standard Futtermische drin. Kein Schnickschnack gemacht. Und verwende Fluorocarbon komplett als Schnur. Ihr könnt natürlich auch eine geflochtene bzw. eine Monoschnur nehmen, je nachdem wie euer Setup zusammengebaut ist, und dann Fluorocarbon als Vorfach verwenden. Man könnte hier auch noch geringer gehen, auf 6,4 bzw. 7,7er Vorfachstärke von der Tragfähigkeit. Finde ich jetzt gerade ein bisschen sehr dünn. Ich glaube, ich teste es gleich vielleicht noch einmal mit einem anderen Vorfach. Aber ansonsten, ja, passt das schon ganz gut. Vierer Haken, wir wollen die dicken Dinger. Vielleicht könnte man sogar noch einen größeren Haken nehmen. Aber ich fange erstmal an mit dem Vierer Haken. Und der Köder ist entscheidend. Quark. Quark. Teig, Alter. Der Quarkteig ist heute angesagt. Und ihr seht, es lübt. Es lübt der olle Quarkteig, Alter Falter, ey. Lübt die Brasse. Zack. Und das ist jetzt hier in den frühen Abendstunden sogar schon. Und wir haben es ja noch nicht mal wirklich dunkel. Es ist ja noch nicht mal richtig Abend, also noch nicht mal richtig Nacht, wo die Brasse eigentlich viel aktiver ist. Aber nichtsdestotrotz, ich stelle mich halt hier am frühen Abend schon mal hin. Und wir machen den Kescher schon mal so einigermaßen voll. Gucken wir mal. Am Ende hier die kleinen Dinger, die kann man dann irgendwann zu Fischfetzen alle verarbeiten. Das ist halt immer, dafür ist die Brasse immer prädestiniert, weil die halt so schön mit 500 Gramm unmaßig sind. Zack, Fischfetzen draus gemacht. Und die ganzen großen werden dann halt lecker verkauft. Vielleicht ist ja sogar gleich noch ein Kaffeeauftrag mit drin. Und dann lübt das hier. Quark, Quarkteig. Wenn ihr euch fragt, oh, Alter, Quark, wo kriege ich denn ja schon wieder Quark her? Quark gibt es am Kuori. Am Kuori gibt es eine Molkerei. Einen Milchprodukthändler, Produzenten. Und da kriegt man dann eben Quark oder auch guten Käse und solche Sachen. Das gibt's halt am Kuori. Kostet alles natürlich ein bisschen was, ist nicht so ganz günstig. Das heißt, das Ganze ist jetzt hier nicht zwingend ab Level 12 zu empfehlen, weil man ja natürlich auch den Quarkteig schon herstellen muss und solche Sachen. Das ist vielleicht eher etwas für Angler im Bereich von, keine Ahnung, Level 20 ungefähr. Vorher ist es doch ein bisschen schwierig. Also nicht, dass man es nicht ausprobieren kann. Vielleicht auch einfach mal hier hinstellen mit Mistwurm zum Beispiel. Also wenn man einen Spot hat, wo die Brasse steht, man kann auch Glück haben, dass man dann hier einfach mit Mistwurm einige rauszieht. Ja, durchaus eine Option. Und wenn man die halt hat, also wenn man hier ein paar Brassen rausziehen kann, halt mit einem anderen Köder, klar, ab dafür. Einfach machen. So, ich würde sagen, jetzt machen wir mal hier einen kurzen Break. Wir gehen gleich nochmal rein, wenn wir hier in der Nacht sind. Geben da nochmal ordentlich Gas. Ah, wir sind jetzt hier kurz vor 9. Und wenn es gleich dunkel ist, dann sollte das eigentlich hier richtig eskalieren. Mit den Brassen. Bis gleich. So, der Abend ist angebrochen, noch gar nicht richtig in der Nacht, aber ich habe noch mal ein bisschen was geändert und zwar exakt an dieser Route hier. Gucken wir auch mal direkt noch mal kurz rein. Und zwar gibt es bei den Karpfenanglern eine spezielle Fluorocarbon-Schnur, die hatten wir auch heute mit in der Diskussion.
Und die unter Vorfächern zeige ich auch nochmal eben. Und zwar ist es hier dieses Pure, da oben, Pure Carbon als Schnur. 7,8 Kilo Tragfähigkeit. Also ein sehr hochwertiges Fluorocarbon als Vorfachsmaterial. Und das habe ich jetzt gerade nochmal verwendet, hergestellt. Habe mir jetzt hier raus ein 50 cm Fluorocarbon-Vorfach gemacht. Also ich angle jetzt gerade Fluorocarbon mit Fluorocarbon. Ein bisschen dünner, auch ein bisschen weniger Tragfähigkeit. Halt. Und auf 50 cm Länge. So, werf das hier nochmal raus. Auf 10 Meter. Ja, und jetzt kam mir gerade noch die Überlegung. Jetzt habe ich ja hier rund 15... Ja, locker 15 so Futterbällchen rausgeschmissen. Und jetzt kam mir halt gerade die Überlegung, baller ich jetzt hier einfach noch mehr raus? Oder warte ich einfach nochmal ab? Weil eigentlich sagt man ja so ab 10 Futter mischen im Wasser ist der Spot aktiv. Tja, und jetzt hat man natürlich dann die Gefahr, einen Spot auch zu überfüttern. Und das will ich ja natürlich nicht. Ich will ja nicht, dass die Brassen auf einmal sagen, boah, Alter, jetzt bin ich aber schon so satt hier vor dem ganzen Futter im Wasser. Ich mag kein Blatt, mäh. Ich beiß hier nicht mehr. Das ist halt jetzt ein bisschen tricky. Ich glaube, ich hatte auch gar keine Mische mehr. Kann ich welche herstellen? Halt, es gibt doch diese Standardmische, ne? Brasse als Standard, hier ist sie. Hätte ich da... Könnte man natürlich, man kann drei Komponenten machen, man könnte natürlich hier nochmal die Komponente Quark mit reinmixen. Perlengraupe, Fliegenmade, Hirse und Anis. Perlengraupe. Fliegenmade. Hirse. Hoppala. Hirse und sogar noch mehr, ey. Und Anis. Anisöl. Und Zusatz, habe ich das überhaupt Quark? Habe ich Quark rumliegen? Nee. Okay, dann würde ich das jetzt nicht extra machen. Aber wie gesagt, das wäre durchaus eine Option. Süße Sahne oder sowas könnte man natürlich... Aber ich lasse das lieber. Also hier keine, genau, Kondensmilch oder Käse mit reinmixen und was nicht alles. Lasse ich jetzt. Ich mache nochmal ein bisschen Standardmische gleich und klatsche die auch gleich nochmal dran. Wobei, wie gesagt, jetzt im Moment bin ich ja echt noch ganz zufrieden. Ich glaube, ich sollte gar nicht so viel rumtüdeln und machen. Ich sollte einfach hier die Brassen rausziehen. Alter! Nochmal anschlagen. Das ist aber dick. Das ist aber dick. Hör auf zu schnacken, sagt die Brasse. Oder ist das wieder ein Schuppi? Nee. Oh, Alter. 4,9. 4,9. Dickes, fettes Vieh. Schön. Dicker, fetter Klodeckel hier, Alter. Perfekt. Oh, und das nächste Teil hier. Auf dem dicken Vorfach hier jetzt. Jawohl, ey. Nee. Hallo. Ein Döbel. Schöner 2 Kilo Döbel. Was hatte ich denn jetzt hier? Fangen Sie 10 Fischarten auf einen beliebigen Teig. Ah, mit Fieder. Oder Winkelpicker. Ja, geil. Alle erledigt. Alle 10. Schön. Erledigt. Picker Main. Und weiter geht's hier. Ja, Leute, es ist geil. Das ist halt wieder echt Brassenangeln, wie es sich gehört. Brassen kloppen. Ist das gut, ey. Zwischendurch mal ein paar kleinere, ist auch okay. Aber so darf das laufen. So. Ja, ich halte jetzt hier natürlich ein besonderes Augenmerk hier auf diese Route. Wie gesagt, gucken wir nochmal eben rein hier. Jetzt mit diesem neuen
selbst hergestellten, verbesserten Fluorocarbon-Vorfach, 50 cm, 7,8 Kilo Tragfähigkeit. Das werde ich jetzt nochmal rauf und runter testen, auch am Belaya auf Spinning natürlich. Werde ich mir auch herstellen und dann damit UL-Spinning machen. 7,8 Kilo hat schon ordentlich Wumms, aber wenn das wirklich so eine hohe Qualität hat und sehr schön transparent ist, dann kann das auch ordentlich die Fische rausziehen am Belaya. So, erstmal jetzt hier weiter Brassen rausziehen und dann sehen wir uns gleich wieder. Und da geht es wieder los. Nochmal eine Änderung habe ich gerade vorgenommen und ich bin gespannt, ob da jetzt nochmal ein bisschen was anderes reingeht, vor allem größentechnisch. Ich habe jetzt einfach mal in den letzten, ja jetzt hier so ab 4 Uhr ungefähr, in den Morgenstunden, gerade alle drei Routen ausgestattet mit Einserhaken. Deutlich größere Haken nochmal. Und dann gucken wir mal, ob die Fische auch dementsprechend nochmal ein bisschen größer werden. Oder ob das gar nicht wirklich so eine Auswirkung drauf hat. Wäre natürlich ganz nice, wenn man damit dann doch noch die etwas dickeren Brocken rausziehen kann. Gerade bei den Brassen, da ist halt wichtig, ne? Also gerade die dunklen, die müssen da laufen. Ziehen wir jetzt hier nochmal ein paar Minuten durch und dann haben wir auch gleich die exakt 30 Minuten Angelzeit erreicht. Das wäre ja auch nicht so schlecht. Und dann gucken wir gleich mal genau rein hier, bam, nach 30 Minuten Angelzeit, was das denn so bringt. Ah, guck mal hier, 2 Kilo war schon mal dabei. Und da bimmelt es weiter und bimmelt weiter. Zack, jawohl. Und die nächste auch schon wieder unten, okay. Ja. Ja, 2 Kilo, 2 Kilo. Das ist wieder was Lüdes. Aber im Vergleich zum Viererhaken schon mal direkt wieder mehr, auch mit 2 Kilo. Ich meine, solche dicken mit 3 und 4 Kilo oder eben auch Trophies, die sind dann eben schon deutlich seltener. Aber wenn man so diesen Durchschnittswert der ganzen Fische, gerade bei dieser hohen Frequenz, wenn man den schon mal so ein bisschen nach oben pushen kann, auch halt nur um ein paar Kilo oder ein paar hundert Gramm, dann macht das am Ende doch schon einiges aus. Im Kescher. Und da zuppelt, glaube ich, schon wieder das nächste Ding. Jawohl. Zack, geht runter. Und zack, die nächste. Perfekt. Bisher habe ich tatsächlich den Eindruck, dass Fluorocarbon komplett oder vielleicht sogar auch Mono komplett, vielleicht sogar noch besser ist als das mit dem Vorfach. Also kein Riesenvorteil durch dieses Vorfachsmaterial. Aber das ist doch schon mal, auch das ist ein Ergebnis, auch das ist gut zu wissen. Lübt das Vorfachsmaterial oder nicht? Zack. Okay, gerade abgesetzt. Muss mal ein bisschen weiter zurückgehen, damit ich die Ruten hier nicht ins Wasser reinstelle. Also man sollte ja die Ruten nicht im Wasser stehen haben, beziehungsweise auch selbst nicht im Wasser rumstehen, wegen der Scheuchwirkung. Und da war ja hier gerade auf 10 Meter Entfernung angeln, lieber so ein bisschen weiter zurückstellen. So. Das geht ja auch noch. So, was sagt die Zeit? Ich glaube, einen Fisch kriegen wir noch raus. Und dann gucken wir gleich mal in den Kescher rein, was denn das Ganze so gebracht hat. So, und da sind wir dann auch schon wieder hier in der Base. Gucken wir mal schnell direkt ins Café. Gibt es denn irgendwelche Aufträge für die Brasse oder nicht? Haha, die Trophy ist drin. Leider noch nicht gefangen, aber das kann ja noch. 81 Stunden Zeit. Ein Fisch für 86
Tacken nimmt man noch gerne mit. Boah, ist aber gerade einiges drin, was man sich holen kann. Ja, gucken wir mal eben rein. Also, wir haben jetzt hier, oha, gehen wir mal direkt hier auf 30. Nehmen wir mal den Fußweg und so, lassen wir jetzt mal alles aus. Wir haben jetzt hier in einer halben Stunde 184 Silber. Alden. Das ist mal nicht schlecht. Und das ist noch nicht mal mega optimiert und auch noch nicht komplett durchgeangelt. Ich hätte ja, glaube ich, mit Sicherheit noch ein bisschen länger angeln können hier. Also, wenn wir hier alles mitnehmen mit den ersten Fischen oder wir lassen hier mal die letzten raus. Ja, 185 passt aber auf jeden Fall. 200 Silber insgesamt. Ein paar wollten gerade noch unbedingt anbeißen. Ihr seht hier die letzten paar aus von den letzten Minuten. Da war hier, glaube ich, irgendwie mit 30 war ja schon vorbei, 30 Minuten. Und die letzten paar hier, die wollten auch unbedingt noch mit. Bringen auch noch ein bisschen Kohle. Und dann sind wir hier auf über 200 Silber in gut 30, 35 Minuten. Gegebenenfalls noch ein Kaffeeauftrag dazu. Es lohnt sich enorm, auf Brasse zu gehen. Also, kratsching, macht den Kescher voll, zieht raus die Brocken. Denkt dran, den Kanal abonnieren. Daumen da lassen, falls ihr hier auch ein paar Brocken rauszieht. Petri zusammen und wir sehen uns das nächste Mal auf Twitch. Montags, mittwochs und freitags ab 21 Uhr in der Regel. Oder auf YouTube im nächsten Video. Bis dahin, Petri.